Jetzt kommt's wieder, du hast dich so verschreckt und jetzt erst recht. Jetzt wird zurückgetupft. Oh, danke vielmals. Aber bitte sparen. Und das Defizit wird größer und größer. Hast du sie jetzt sexuell belästigt? Nein, ich habe nur am Ellbogen getupft. Nein, das stimmt nicht. Was das ist bei dir so sexuell? Du tust mir aber leid. Na, das ist aber, das muss ja echt unbefriedigend sein. Bist du dankbar? Lebst du schon lange allein? Wahnsinn. Schau mal her, schau her, schau her. Ich mach's mir selber. Entschuldigung, aber. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Ja, du heißt doch Elboner nie. Bitte setz was. Ich habe schon eine Maskenbildnerin verschreckt. Mit deinem Gesicht. Vielleicht ist das ein Bimsstein. Ja, das ist für den Ellbogen, wenn man dazu voranhaut hat. Nicht, hör auf, das ist so. Was tut man nicht? Was tut man nicht? In der Öffentlichkeit. Es gibt Leute, für die ist das eine total erogene Zone. Ja, es gibt, gibt. Ja, aber das war vor der Aufzeichnung. Das ist ein absoluter Insider. Wir hatten eine Maske, das muss man den Zuschauern erklären, dass wir eine Maskenbildnerin haben, für die der Ellbogen eine erogene Zone ist. Sonst versteht es keiner. Vielleicht wollen wir das kurz nachstellen. Können Sie, dass die Fernsehzuschauer wissen? Bitte, bitte, bitte. Das schön. Und da ist unsere Maskenbildnerin. Und unsere Maskenbildnerin hat vorher den Florian Schäuber geschminkt vor der Sendung. In Zeitlupe nicht, ich weiß. Zeigt, was passiert ist. Nur in Zeitlupe. Also es ist quasi so, ja. Und daraufhin habe ich gefragt, ob sie sich jetzt sexuell belästigt fühlt. Und sie hat ja gesagt. Ja. Und wir haben es nicht verstanden, weil sie pudert den Florian. Fühlt sich aber sexuell belästigt, wenn wir der Gerold auf den Ellbogen gehört. Das haben wir nicht verstanden. Möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei unserer Maskenbildnerin Niki.